Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snacks. Die Zuchtsaison 2024 hat endlich gestartet. Die ersten Gelege haben ihre ja, Eier verlassen. Und heute möchte ich euch tatsächlich mal ein Gelege im Porträt ein bisschen vorstellen. Auch ein paar Auffälligkeiten dieses Geleges, vor allem in Bezug auf ja, Smiley Peaballs oder Emoji-Schlangen, äh, die ja in der letzten Zeit schon einiges an Beliebtheit dazu gewonnen haben. Ob das Ganze genetisch ist oder nicht, wer weiß. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und... Ja, wir schauen mal, was für schöne Schlüpflinge wir da haben. Ja, hier haben wir jetzt mal einen Teil des Geleges liegen. Äh, zum Glück noch alle relativ ruhig, aber das wird sich gleich ändern. Deswegen werde ich die Jungtiere gleich wieder zurücksetzen, nur dass ihr schon mal einen schönen Überblick gefunden habt. Noch ein paar Informationen zu diesem Gelege. Also, das war eine Verpaarung aus Orange Stream Fire Piebald. Das Männchen werde ich euch auf jeden Fall mal einblenden, weil das auch noch im adulten Stadium mehr oder weniger von Jahr zu Jahr immer heller wird und schöner. Und einem Piebald Weibchen mit dem Ziel natürlich wunderschöne Orange Stream Piebalds, Orange Stream Fire Piebalds und natürlich auch normale Piebalds zu züchten. Und bevor die sich jetzt hier alle selbstständig machen, werde ich die jetzt gerade nochmal zurücksetzen und jedes Tier euch einzeln vorstellen. Interessant war auf jeden Fall ähm, zum einen die Gelegegröße. Die hat nämlich neun Eier betragen und aus neun Eiern sind wunderbare neun Piebals geschlüpft. Auch wirklich von jedem Geschlecht war es mit dabei und natürlich auch fast von jeder Morphe. So, jetzt kommen die zwei noch rein in ihre Übergangsbox und dann können wir auch mit dem Porträt loslegen. Typische Ballhaltung natürlich von dem Königspython, deswegen heißt der zu englisch auch Ballpython. Ähm, witzigerweise, ich habe am Anfang was zu den Emoji-Schlangen bzw. Smiley Pies erzählt. Hier seht ihr mit ein bisschen Fantasie eines der Smiley Pies. Interessanterweise war das in dem Gelege nicht nur einmal der Fall, sondern ziemlich häufig. So, jetzt hatten wir das Männchen, den... Onstream Fire piebald als Vater, der hatte auch schon einen dieser Emoji-Zeichnungen. Ähm, ja, natürlich ist das ja, einfach willkürlich und, und äh, ja, der Natur entsprungen, aber es sieht tatsächlich so aus, als würde sich diese Zeichnung, ja, die dann natürlich so ähnlich aussieht wie ein Smiley, tatsächlich genetisch durchsetzen. Also das hatten wir jetzt bisher in zwei unserer Pibalt-Gelege in diesem Jahr. Und beides mal war der der Vater und beides mal. Sind tatsächlich auch emoji ja, piebald varianten geschlüpft. Natürlich ganz schön fürs Auge, sieht man natürlich immer gerne. Und hier das erste Jungtier aus dieser Verpaarung nehmen wir an, dass es ein schön gefärbtes piebald tier ist. Es war ein Weibchen nach der ersten Bestimmung oder vor der Häutung. Und ähm, ja, auch nach der zweiten Bestimmung sieht das so aus als wäre es ein Weibchen. Also, wir starten mit einem 01 Piebald. Man würde sagen, ja, tendenziell eher Low White, da es im vorderen Bereich viel Zeichnung hat und im hinteren Bereich natürlich ein paar weiße Flecken. Machen wir weiter mit dem zweiten Jungtier, auch dies natürlich aus der Verpaarung ergibt sich nichts anderes, ein äh, Piebald, also demzufolge, dass beide Elterntiere natürlich das Gen oder das rezessive Gen Piebald in sich tragen, ähm, ja, sind auch 100% der Nachkommen natürlich wieder dieser Genetik. Äh, auch ein sehr schönes Piebaldweibchen, auch tendenziell eher low-white bis mid-white. Hinten hatten wir einen relativ ja, langen Teil weiß und dann ist es wirklich interessant, die Schwanzspitze ist zwar noch braun gefärbt und der letzte Teil der Schwanzspitze ist dann wieder weißlich. Also auch sehr, sehr schön. Ähm, da hat sich natürlich so ein bisschen, oder nicht natürlich, sondern da hat sich ein bisschen die Genetik der Mutter durchgesetzt, auch ein normales Piebaldweibchen, Weibchen, aber wir wollen uns ja steigern. Als drittes Tier kam dann schon mal eins der erhofften Orange Green Piebalds, Dazu werden wir häufig gefragt, dadurch, dass sie wirklich eine sehr schön ausgeprägte orangefarbene Zeichnung haben. Die entstammen aus der High-Intensity-Linie von Ozzy Boys aus Amerika und auch hier haben wir wieder einen kleinen... Wie man sieht, Emoji Pied mit einem aufgerissenen Mund, ganz witzig. Das ist ein Männchen, aber auch schon leider vergeben. Also da war die Nachfrage wirklich sehr hoch danach. Falls ihr auf der Suche noch nach einem schönen piebald tier seid, dürft ihr auch gerne mal bei uns auf die Seite unten schauen. Die würde ich jetzt mal einblenden. Wir haben dieses Jahr wieder wunderschöne Königspython Nachzuchten und da dürft ihr gerne mal in den Shop reinschauen, ob für euch was Passendes dabei ist. Ich finde die Qualität von diesem Orange Dream Piebald wirklich herausragend, gerade mit den dicken Sattelflecken im dorsalen Bereich und der kräftigen ja, Orange-Zeichnung. Mit glücklicherweise einem zweiten Emoji bzw. Smiley Piebald. Das vierte Tier war auch ein Orange Dream Piebald. Das Männchen, das man gerade gesehen hat, war sogar relativ high white. Hier ist es so, dass dieses Orange stream Peabalde relativ low-white ist, ja? bis auf eine kleine Schwanz äh, oder eine kleine äh, getupfte Weißflanke hier hinten und hier vorne. Ähm, Finde ich aber bei den Orange stream Peabalds wirklich sehr schön, dass die meisten relativ, oder nicht die meisten, sondern dass viele einfach relativ low-white sind, einfach aus dem Grund, dass man auch wirklich was von der Zeichnung und der intensiv orange Färbung hat. Und ja, das ist das vierte Jungtier und wie man sieht. Das dritte mit einem kleinen Piebald-Smiley, auch witzig. Also demzufolge aus bisher jetzt ja fünf gezeigten Jungtieren haben drei äh, diese Emoji-Zeichnungen, was wirklich interessant ist und scheint sich wahrscheinlich wirklich zu vererben. Ähm, ist natürlich einfach nur für uns Halter schön mit anzuschauen. Hat jetzt im Wesentlichen keinen großen Mehrwert, aber ist natürlich, wenn man so ein Tier hat mit so einem kleinen Smiley, schaut man natürlich immer gern nochmal äh, drauf oder zeigt seinen Freunden. Also hier unser viertes Jungtier, ein schönes Orange Green Piebald Weibchen. Die Nummer 5 ist wieder ein Piebald Weibchen gewesen. Interessant bei dem Tier diesmal, dass es eine auffällige Rückenstreifung hat. Die Mutter hat sowas ähnliches. Häufig kommt sowas auch vom Feier ähm, ja, vererbt, aber dafür besitzt es eigentlich zu wenig Färbung. Warten wir mal ab. Königsbiron sind ja bekannt dafür, mit 200-300 Gramm erst ihre richtigen Farben äh, zu bilden. Von daher kann das auch gut sein, dass das Ganze noch kommt. Und auch hier wieder der letzte: <laughs> ein witziger Smiley-Pipe. Ich will euch damit nicht nerven, aber es ist wirklich auffallend viel äh, bei so vielen Jungtieren, dass so viele quasi so eine auffallende Zeichnung haben. Ja, kommen wir nun zu den letzten vier. Also wirklich großes Gelege gewesen für dieses und Weibchen. Äh, die hat sonst immer so um die 7, 8. Haben wir hier jetzt noch ein Piebald, eventuell sogar ein Orange-Green-Piebald mit ein bisschen weniger Ausdruck. Ähm, dafür sind die anderen umso schöner. Interessant ist aber hier... Die gebänderte Kopfzeichnung, die sich an beiden Seiten vorschlängelt. Also wirklich auch interessant. Eher ein medium-white Peabalt. Aber die muss man einfach mögen. So, jetzt kommen die letzten drei. Und ja, man muss sich ja zum Schluss einfach nochmal wieder steigern. Ähm, haben wir hier auch wieder ein low-white Orange-Green Peabalt aus der High-Intensity-Linie. Ihr seht wirklich, also... Das ist wirklich ein Orange, was man im EP haben möchte. Ähm, gerade zuchttechnisch sehr, sehr interessant für die Weiterzucht. Ist ein Männchen, meines Wissens nach, aber können wir einmal noch mal kurz überprüfen. Ich habe es euch ja in dem anderen Video schon mal gezeigt, aber man sieht sehr gut, dass es sich hierbei um ein Männchen handelt. Interessanter Fun-Fact noch: ähm, Unseren ersten Orange Dream haben wir damals aus der USA importiert. Das war 2012. Mhm. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange schon wir mit dem All-Stream gehen arbeiten. Also wirklich über eine ganze Dekade. Ja, und die Qualität spricht für sich. Ja, da die letzten beiden geschlüpften Jungtiere die gleiche Genetik besitzen, werde ich die jetzt auch gesammelt euch vorstellen. Es ist ein Pärchen und zwar ein Pärchen stream Piebald Fire. Ja, das ist die gleiche Genetik wie der Papa es war. Ähm, auch von der Aufteilung her sieht man, es ist interessanterweise, wenn Fire, äh, das Gen Fire ins Spiel kommt, dann ähm, tendiert das Peabelt gen wieder zu High-White-Tieren. Ja? Also beide würde ich als High-White bezeichnen, da sie auf jeden Fall mehr, vor allem dieses Jungtier, äh, Jungtier, mehr weiß als Zeichnung besitzen. Bei dem Tier ist es eher so, ja, es ist schon auf jeden Fall High-White aber auch noch mit einem guten äh, Anteil an Zeichnungen, was natürlich sehr schön ist. Da Feiern ein Aufheller gehen ist und mit dem Alter tendenziell oder nicht tendenziell immer wieder schöner wird. Ähm, witzigerweise sehe ich das jetzt gerade erst. Hat auch dieses Orange Stream Fire Piebald zum Abschluss noch einen lachenden Smiley. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mit diesem. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Gelegeporträt der einzelnen Jungschlangen euch direkt vorzustellen. Wenn ihr Interesse an solchen Tieren habt, dürft ihr gerne mal bei uns auf die Seite schauen. Aus dem Gelege sind jetzt schon bereits ein paar reserviert und natürlich wollen wir uns auch ein bisschen was zurückbehalten. Und ich hoffe, ich konnte euch natürlich auch die einzelnen Merkmale der verschiedenen Morphen ein bisschen näher bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren bitte nicht zu vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.